Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Diesmal eine ganz andere Location. Ich sitze diesmal nicht bei uns im Garten, sondern mal bei uns im Büro. Und das hat auch einen speziellen Hintergrund, denn ich möchte euch ein Tool zeigen, was ich gefunden habe, was wirklich erschreckend ist. Und dieses Tool ist in der Lage, ich würde jetzt nicht sagen jede, aber fast jede Webseite zu bearbeiten oder zu kopieren, um so, ja, Fakes zu machen. Ihr kennt ja sicherlich diese Videos, wo Leute irgendetwas verkaufen möchten, irgendwelche Kurse und dann natürlich erstmal zeigen, wie viel Geld sie gemacht haben und so weiter. Und genau sowas kann man damit machen, aber auch noch andere Dinge halt eben. Und das ist sehr erschreckend. Und ja, wenn dich das Thema auf jeden Fall interessiert, solltest du auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn ganz am Ende werde ich das Tool nochmal zeigen, welches es denn genau ist. Und vor allem, wir gucken uns das einfach mal an, was da überhaupt mit möglich ist. Und dazu gehen wir einmal auf meinen Rechner. Ich muss jetzt mal meine Maus finden. Mit zwei Monitoren ist das manchmal nicht so einfach. Genau, wir gehen einfach mal rein und genau, so sind wir auf meinem Rechner hier. Es ist wirklich krass. Also, das ist jetzt hier ganz normal Amazon, ne? Ich kann die Seite auch nochmal neu laden. Und ja, kennt jeder von euch. Jetzt kann ich das Tool einfach mal anmachen und ich kann jetzt hier einfach was ändern. Kann jetzt hier. Werden Sie zu Hause fett? Erfrische deinen Raum mit Furz. Ja, das ist natürlich nur Spielerei, aber wir können natürlich auch andere Dinge tun, wie zum Beispiel das Entfernen einfach. Wenn du jetzt denkst, oha, das ist aber krass. Ja, ist es auch. Machen wir mal eben das Tool aus. Gehen wir mal hier in das Headset rein hier. Und ja, irgendwie 1700. Ja, machen wir nochmal 1700 raus. Genau. Oder hier. Hm. 2.174. Ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, was macht er da? Ist er wahnsinnig? Nein, also wie gesagt, man kann jede Webseite sozusagen verändern und ja, dadurch halt eben Fake-Sachen machen. Also zum Beispiel auch auf YouTube. Wir gehen mal auf YouTube. Na, also das sind übrigens diese Videos, die ich meine, nicht alle davon. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt hier niemanden ankreiden, die hier solche Sachen zeigen, aber sowas ist halt bei, also hier bei Chris Filz zum Beispiel, da weiß ich weiß nicht, wie es früher war, aber zum Beispiel heutzutage weiß ich, dass er damit ja sehr erfolgreich ist und das passt halt auch alles. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die, wo man dann denkt, so, ey Junge, wenn du, keine Ahnung, 50.000 in 2, 3 Tagen machst, dann warum setzt du dich hin und machst Videos, wo du, keine Ahnung, 1.000 Follower hast? Ist dann irgendwo ein bisschen schwierig, das zu glauben. Also hier zum Beispiel, ne? Also ich will ihm jetzt nicht unterschlagen, dass er das nicht kann oder so, aber 431 Aufrufe jetzt hier auf dem Video und wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht so mega viele Follower und dann kommt dann, also ich, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob da was da dran ist, ist mir auch völlig Wurst, aber solche Videos machen mich dann immer ein bisschen stutzig. Oftmals sehe ich sowas natürlich auf Instagram. Ich habe gerade tatsächlich versucht, so eine Werbung angezeigt zu bekommen. Ich habe ein paar Reels durchgeschaut hier und habe hier so durchgescrollt, aber es wurde mir leider keine Werbung angezeigt, die ich euch mal gerne hätte gezeigt. Denn ist ja sowas, wird ja sowas gesagt wie: Hey, wie ich, keine Ahnung, bla bla bla, in so und so viel verkauft habe. Oder wie ich meinen Shop innerhalb von 20 Tagen oder 12 Tagen von 0 auf 100.000 Euro Umsatz gemacht habe oder sowas. Ja, und solche Dinge kann man eben einfach mal ändern. Aber wir gehen jetzt mal hier bei YouTube rein, was man hier so machen kann. Also gehen wir mal auf Edit und sagen mal, ja, naja, Dave? Nee. SKM. Björn war das doch. Ach nee, scheiße. Hey, hab jetzt das Falsche gemacht. Na gut, dann habe ich das halt gelöscht. SKM Björn. So.
Geiler Typ. SKM Björn hat da jetzt so viele Aufrufe hier. Naja, dann. Na, auch hier lässt sich halt, wie gesagt, alles verändern und löschen und wie auch immer. Also man kann hier eigentlich alles machen, was man so will. Was jetzt aber noch schlimmer wird, ist, das ist ja jetzt, damit kannst du jetzt ja keinen so mega krass hinters Licht führen, aber man kann schon so Sachen faken, halt man könnte sagen, ey, guck mal hier, mein YouTube-Kanal, mega geil und bla bla bla. Vielleicht um jemanden mal einen Prank zu machen oder sowas, aber wenn wir jetzt hier mal bei Instagram reingehen, nicht wundern, hier auf der linken Seite haben wir ausgeblendet, weil da natürlich die Namen stehen mit den Leuten, denen ich so schreibe. Das muss ja jetzt nicht jeder wissen. Datenschutz und so weiter, ne? Aber hier, das jetzt hier ist mein Cutter. Und ja, ich denke, der wird jetzt eben kein Problem damit haben, wenn man den Namen jetzt hier sieht. Ist okay, ist okay! Und der hat mir letztens geschrieben hier, ne, wenn man mit Schlaf in den Augen deine Story schaut, sieht es aus, siehst du aus wie Jill Ofarin. Und ja, das weiß ich nicht, finde ich ja nicht so geil hier. So, Moment, Tool an, zack. Mal schlafen, deine Story schaut. Bist du schon mega sexy? Jo, finde ich auch. Na, aber das können wir ja hier mal wegmachen. Das ist ja natürlich Quatsch. Na, und dann jetzt hier. Finde ich auch. Ja, aber das hat mir natürlich nicht der Micha geschrieben, sondern das hat mir der Elon, ups, Musk geschrieben. Der war auch gerade vor einer Stunde aktiv. Also ihr seht, man kann hier eigentlich alles ändern und bis auf ein paar Kleinigkeiten kann man kaum erkennen, ob das jetzt live, ob das jetzt ein Fake ist oder nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel oben in die Ecke wegklicke, sieht man auch nicht mehr dieses Dings. Ich kann jetzt hier rumscrollen, ne? Ich kann das hier auch oben neu laden lassen. Ja, ne, also es sieht jetzt aus, hier kann ich auch so rüber hovern. Das heißt, theoretisch kaum zu erkennen, außer man weiß es, dass das jetzt eben hier ein Fake ist. Ja, dann gehen wir mal zum Beispiel bei Twitter rein, hier, ne, beim Elon Musk. Ich weiß nicht, warum ich jetzt immer ihn nehme. Aber es ist ja auch egal, wen nehmen. Und auch hier kann ich einfach die Tweets komplett ändern. Ne? Ihr seid alle doof. So, bumm. Na, also, ja, den Tweet hier, den, das ja. Ich glaube, man konnte das auch komplett löschen, sogar. Naja, nicht ganz. Doch. Ja, es ist halt, jetzt könnte man damit zum Beispiel, da kannst du ja wirklich schon Sachen faken halt. Ne? Also, ja, guck mal hier, habe ich gerade gefunden, hat Elon Musk getwittert, einer überprüft das nicht und kauft irgendeinen Scheiß oder so. Dass ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mache einen Link rein oder sowas. Ey, Elon Musk hat gerade gesagt, du musst jetzt den und den Coin kaufen, also im Kryptomarkt zum Beispiel. Und dann schickst du jemandem einen Link mit, der geht da drauf, kauft das. Anstatt das noch selber mal zu überprüfen, was viele ja nicht tun, kann man damit eben viel faken. So, aber was jetzt zum Beispiel mega interessant ist, und das ist halt eben das, wo man wirklich aufpassen muss, weil da können die Leute einen wirklich verarschen und man denkt dann, ey, ich habe voll mit dem mega erfolgreichen Typen zu tun. Na, ich zeige ja normalerweise nie meine Konten oder sowas, weil ich das nicht gut finde. Ich bin einfach ein Mensch, der ungerne prahlt oder irgendwie was zeigt, aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich halt, ich habe verschiedene Konten und ein Konto zeige ich jetzt mal, nämlich mein Kreditkartenkonto, mit dem ich hier auf Bali immer bezahle, also meine alltäglichen Sachen bezahle. Das sage ich jetzt mal und ja, das ist das halt hier. Und da seht ihr eben meinen Kontostand und so weiter. Und ja, wenn ich die Seite jetzt mal neu lade, seht ihr, dass ich euch verarscht habe. Natürlich keine 512.000 Euro auf meinem Kreditkartenkonto. Warum sollte ich auch? Mega, mega gefährlich. Nein, ich habe 489 drauf, aber das sah jetzt halt schon ziemlich echt aus, würde ich sagen. Und weil ich hier einfach alles machen kann, was ich will. Also es ist halt, und es ist die Originalseite, das ist wirklich ein Wise-Konto, ne? Also
wenn ich jetzt hier mal drauf gehe und mache das halt weg und ich gehe jetzt wirklich auf mein Konto drauf, dann ändert sich das natürlich wieder, ne? Logischerweise. Ihr seht, dass ich hiermit halt immer nur auf hier Gojek, das ist hier so Bali und so, ne? Das ist alles mein Bali-Konto. Ja. Also ist halt krass, was man hier einfach mit diesem Tool machen kann. Ne? Ich kann hier oben den Namen ändern und so weiter. Ist halt, ich kann einfach komplett alles faken. Ich kann hier zum Beispiel, was ja Leute auch gerne mal machen, oder ich weiß nicht, ob sie das wirklich machen, ne? Und dann hier, keine Ahnung, so, Kinderhilfswerk, na, keine Ahnung, Spende, was weiß ich. Und mache jetzt hier einfach 1025,25 Euro, macht, dann würde jetzt hier noch den Betrag, das kann ich mir ja ausrechnen, wie viel das wirklich ist und kann das dann ändern. Dann könnte ich sagen, ey Leute, guck mal hier, ich habe gerade hier ans Kinderhilfswerk gespendet, bla 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 bla. Ja, sorry. Also, es ist halt, man kann mit diesem Tool einfach alles faken. Und deswegen, worauf möchte ich eigentlich hinaus? Passt bitte einfach auf, was ihr online macht, wo ihr wirklich unterwegs seid. Na, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich eigentlich, was ich halt eigentlich am meisten sehe, ist halt eben so Digistore. Na, das sind so die Sachen, die so am meisten gefaked werden. Und es ist halt hier, da kann ich das halt eben auch machen. Ne? Ich kann hier einfach die Zahlen ändern. Ne? Kann jetzt hier, keine Ahnung. So, 10.000 Euro, bla bla bla. Und dann habe ich halt die Seite und die sieht dann auch echt aus. Ich kann das natürlich alles ändern, ne? So, und bevor jetzt wieder irgendwer in die Kommentare schreibt und sagt, ja, aber die aktualisieren ja dann die Seite. Na, und ich mache das jetzt mal, ich ändere das jetzt hier mal einfach in 100, in 1000. So, einfach ganz normal, ne? Jetzt aktualisiere ich die Seite. Ich höre aber auf zu reden und der Micha, mein Cutter, der schneidet das denn jetzt einfach so, dass das für euch aussieht, als wenn es nur normal geladen hat. So, einmal aktualisiert. Das davor oder das, was dazwischen halt eben jetzt passiert ist, dass ich halt einfach die Seite neu geladen habe und das wieder eingetragen habe, das seht ihr ja dann einfach nicht, weil ihr dann einfach nur den Schnitt seht. Also den Schnitt seht ihr ja noch nicht mal, weil höchstens, wenn ich mich natürlich bewege. Aber ich könnte natürlich auch einfach in einer statischen Position bleiben. Wieso einfach? Und ihr habt es jetzt wahrscheinlich gesehen an der Bewegung, weil ich mich natürlich bewegt habe. Aber wenn ich jetzt die Kamera zum Beispiel aus hätte und ich würde das nur zeigen, dann sieht das halt keine Sau. Deswegen ist eine Seite refreshen in einem hochgeladenen Video kein Beweis dafür, dass das funktioniert, also dass das wirklich so ist. Jemand, der dann jemanden wirklich verarschen will, der kann das auch. Ne? Also das ist wirklich, 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 wirklich absolut kein Problem, das zu faken. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen noch einmal kurz, dazu muss ich noch einmal hier umschalten, für mich in groß hier. Ich wollte euch nämlich noch mal die Seite zeigen. Das hier ist die Seite, das ist das Tool, das ist Edit. Edit Any Website, das ist ein ganz normaler Programmierer, der das programmiert hat. Der heißt Ramirez. Und das ganze Tool kostet 15 Dollar. Könnt auch hier so eine Anfrage stellen für mehrere Lizenzen. Keine Ahnung. Für ja, 14,25 Dollar für 5 Lizenzen, warum auch immer. Keine Ahnung. Aber ansonsten könnt ihr auch eine fragen. Ja, ich habe mir die jetzt gekauft. Es gibt hiervon unzählige Tools. Das ist jetzt halt ein Tool. Ich wette, es gibt halt auch noch Tools, die es schaffen, wenn die Seite neu lädt und so weiter. Es gibt auch mit Sicherheit welche noch für die Handyversion. Ich habe ihn auch schon angeschrieben und gefragt, ob es das auch mittlerweile schon für die Handyversion gibt. Andere Tools haben das. Ich fand das jetzt hier sehr bequem, weil es eine Chrome-Extension ist. Also das heißt, ich habe hier so ein Plugin halt eben in Chrome drin und ich kann es halt eben für jede Seite anwenden. Wo es halt nicht geht, ist Google. Wenn ich das bei Google mache, dann ist auch sehr lustig. Ich muss hier mal kurz zeigen. Wenn ich das bei Google mache hier, dann, warte,
Na, komm. Hallo? Ah ne, jetzt geht's gar nicht mehr. Vorhin ging es noch. Oder geht das Tool generell? Ah ne, ich habe es noch auf der anderen Seite an. Naja, keine Ahnung, geht nicht mehr. Vorhin, als ich das bei Google gemacht habe, getestet habe, dann hat die ganze Seite angefangen zu zappeln. So. Das sah richtig geil aus. Ja. Wir sind dann soweit mit dem Video durch. Hier nochmal ganz kurz jetzt mein Fazit dazu. Passt bitte einfach auf, was ihr euch im Internet anschaut und glaubt nicht immer alles sofort. Es kann damit wirklich alles gemacht werden. Fake News, Fake Nachrichten. Also es kann, ich zeige euch in dem nächsten Video auch noch gerne mal ein anderes Tool. Da kann ich WhatsApp-Verläufe machen, Facebook-Verläufe, Instagram-Verläufe. Also da kann ich wirklich auf noch krassere Art und Weise noch viel, viel, viel krasser wie das, was ich gerade gemacht habe, mit allen möglichen Chats machen. Also ich könnte quasi einen Chat machen, den wir miteinander geführt haben und könnte damit Leute scammen. Also ich könnte zum Beispiel dann reinschreiben, dass du mir Geld schuldest, du hast mir das auch bestätigt per WhatsApp und so weiter und so fort. Es ist einfach krank, was es heutzutage alles online gibt. Und dieses Tool ist auch noch kostenlos. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen im nächsten Video. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch das interessiert. Schreibt generell mal rein, was hältst du davon? Wie findest du das Thema? Findest du sowas interessant? Wenn ja, dann bitte lass es mich wissen, weil dann mache ich gerne weiter solchen Content. Abonnieren nicht vergessen, Like da lassen, damit ich merke, dass es euch auch gefällt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und wie gesagt, Augen auf im Internet, Safety first, Kuss auf die Nuss, bis zum nächsten Mal.